Messung der Wirkung von unterschiedlichen Wellenlängen. Licht wirkt auf die Kathode der Photozelle. Filter mit verschiedenen Frequenzen. Analog zu den Frequenzen haben wir hier die Wellenlängen. Filter mit unterschiedlichen Frequenzen. Den verschiedenen benötigte Teile. Zusammenhang benötigte Teile. Wellenlängen und dazugehörige Frequenzen. Die Gegenspannung wird mit Hilfe des regelbaren Widerstands immer weniger. Elektronen erreichen die Anode der Photostrahlung. Das Picoampermeter zeigt 0 an. Was bedeutet Stromfluss gleich 0? Auch die schnellsten Elektronen erreichen nicht mehr die Anode. Außer der Photozelle benötigen wir eine Anzeige für Picoampere und Volt. Wir benötigen ein Potentiometer und eine Stromquelle mit etwa 9 Volt. Potentiometer. Einer ermittelten Gegenspannung entspricht eine Frequenz. Die maximale Gegenspannung hängt von der Frequenz des Lichts ab. Die sich ergebenden Wertepaare werden in einer Tabelle bei grafischer Darstellung liegen sie annähernd auf Wir haben einen Schnittpunkt mit der Frequenzachse Der Schnittpunkt mit der Energieachse Y
das Display des Picoamperemeters. Messung der Spannung. Der Stromgenerator. Rechts sehen wir die Spannung.